Wir werden die Liebe Gottes, die überall verkündet wird, eigentlich nur wirklich dann verstehen, wenn wir Gottes gerechten Zorn verstehen über die Sünde. Wenn wir verstehen, dass Gott aus gutem Grund voller Recht zornig ist über die Sünde und gegen den Sünden und dann bereit ist, sich selbst in Jesus Christus aufzuopfern für Sünde, erst dann werden wir verstehen, wie groß die Liebe Gottes ist, die sich uns in Christus offenbart. Das Problem ist, wir Menschen sind erst einmal Sünder. Und wir Menschen können von uns aus nicht vor Gott bestehen. Und das müssen wir den Menschen sagen. Die gute Nachricht, dass Jesus für Sünder gestorben ist, wird erst dann zur guten Nachricht, wenn ich erkenne, was mich erwartet, wenn ich meine Sünden nicht loswerde. Aber wenn Menschen, die diese schreckliche Wahrheit verstehen, diese schreckliche Wahrheit, dass wir Rebellen sind gegen den heiligen Gott und an seinem gerechten Zorn stehen, wenn Menschen das verstehen, dann wird die Botschaft, dass Christus gestorben ist für Sünder, zu einer großartigen Nachricht. Es gibt Hoffnung für Sünder. Und die Kernbotschaft des Evangeliums beginnt also damit, dass Christus gestorben ist. Sie hat also etwas mit Jesu Tod zu tun. Und auch das müssen wir den Menschen sagen. Auch daran müssen wir die Menschen immer wieder erinnern. Menschen müssen vorbildlichen Leben Jesu nacheifern. Menschen müssen nicht primär einfach seinen Geboten gehorchen. Denn das allein rettet niemand. So kann auch niemand leben. Daran scheitern wir letztendlich immer wieder. Das heißt, die Verkündigung von Jesus als Vorbild und als guten Lehrer, und beides war er, aber die Begrenzung der Botschaft als Jesus als Vorbild und guten Lehrer. Das Moralismus. Das Moralismus, der uns tötet. Der uns tötet, wenn wir nicht immer wieder erst dahin kommen zu verstehen, auf welcher Grundlage wir Jesus nachfolgen können, im Gehorsam leben können. Die Grundlage dafür ist Gnade. Die Grundlage dafür ist, dass wir frei werden müssen von unseren Sünden. Und das geschieht dadurch, dass Jesus Christus stellvertretend für Sünder stirbt. Deswegen ist die Botschaft von seinem Tod eine so gute Botschaft, die wir den Menschen erklären müssen. Wir müssen Menschen erklären, dass Jesus zuerst in diese Welt gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nicht er, der Gerechte, der Perfekte, der ewige Gott, wird Mensch, wird so wie wir, nur ohne Sünden. Und lebt so, wie wir hätten leben sollen. Und stirbt dann an unserer Stelle.